Ich heiße Andreas Üppele, ich bin Grafikdesigner und das Büro ist in Stuttgart. Was machen wir so? Wir versuchen, etwas zu entwickeln, das Bedeutung hat. Dass es eine soziale Verantwortung hat, eine ökologische, ökonomische Verantwortung. Beides ist wichtig, dass wir die Kosten und Termine halten von Kunden. Dass die Dinge funktionieren, dass sie überraschen, dass sie schön sind, dass sie innovativ sind, dass sie Mehrwert haben. Also man trifft sich, man entwickelt was, man guckt sich an, wie ist das Briefing, wenn es eins gibt. Was will der Kunde, was nicht heißt, dass wir das erfüllen, sondern was meint der Kunde zu wünschen, was sind seine verborgenen Wünsche, die er vielleicht aber auch nicht formulieren kann. Also die erste erfolgreiche Arbeit, wirklich erfolgreiche Arbeit, war wahrscheinlich das Orientierungssystem für die Fachhochschule Osnabrück, diese Typo an der Decke. Da wurde man plötzlich weltbekannt, tatsächlich so. In jeder Zeitschrift, auf jedem Kontinent wurden wir veröffentlicht. Also das Coole beim Üble hier ist halt, dass wir direkt eigene Projekte bekommen. Ich finde, wenn man aus dem Studium kommt, dann hat man so diesen endlosen Entwurfsprozess. Und jetzt geht es eigentlich darum, so recht schnell eine gute Idee rauszupfeffern. Und dann ist es halt am Anfang noch so, okay, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, ich muss erstmal für dich definieren, was dann gut und schlecht ist. Und das wird halt alles übersprungen. Zwischen 9:30 und 10 tudeln wir alle ein und dann bringt immer eigentlich der Peter, der jetzt gerade mal im Urlaub ist, mal Brezeln mit. Vom Bäcker Frank ist ganz wichtig, es darf nirgendwo anders die Brezeln gekauft werden. Und dann wird halt hier erstmal so um 10 so eine kleine Kaffeerunde gemacht, dann machen wir halt immer Cappuccino. Dann machen wir halt bis 12:01, dann halt arbeiten wir halt ganz normal für uns, dann essen wir alle zusammen Mittag, so eine Stunde und dann wird halt einfach so immer bis 6, 7 Uhr, je nachdem was ansteht, halt dann gearbeitet und ja. Boah, ich hab so voll Kohldampf. Habt ihr was zum Essen jetzt irgendwie einen Plan? Also Molotow-Marker kennt ja jeder Sprayer oder so, ne? Ist ja klar. Und da gibt es dann auch eine Tusche dafür, die zum Nachfüllen ist. Also nicht Acrylic, also es gibt ja auch Acrylic-Marker, ich finde aber diese mit Tusche besser, die ist ja auf Alkoholbasis. Das sind dann solche Squeezer zum Nachfüllen mit verschiedenen, der ist dann halt ganz fett hier, ne? Und dünne. Ja. Das ist jetzt Interview live, gell? Mit einem dicken Stift was machen, der eigentlich schon zu dick ist, zwingt dich. Guck mal hier, da kann ich jetzt gar nicht mehr normal schreiben. Ja? Andreas Üppele Material geht gerade auf. Ne? Also man kommt dann nicht ins Rumfummeln. Ne? Man wird lässig und entspannt. Da war jetzt ein bisschen zu viel Tusche drauf. Was machen wir mit der? Was wir verlaufen, gibt vielleicht auch ein schönes Bild. Ne? Also wenn was ziemlich dick und fett ist, dann kann ich nicht rumfummeln. Wir sind ja alle so das Sklaven unserer Fleiß ist also Schwaben, Süddeutsche, gell? Und das kann man sich selber eine Falle stellen, indem man Dinge nimmt, die sperrig sind, Schreibwerkzeuge, Zeichenwerkzeuge, die Widerstand leisten oder die für dich und für deine Bewegung, die du gewohnt bist, schon mal unüblich sind, ungewohnt. Oder eben auch Dinge, die einfach zu groß sind. Dann wirst du nicht kleinlich. Das ist etwas, das haben wir vor ganz langer Zeit mal entwickelt. Und zwar so plastische Buchstaben oder Beschriftungen direkt auf die Wand. Weil wenn die Wand mal gestrichen wird, dann ist die Beschriftung weg. Dann wird es abgeklebt, dann sieht es ganz hässlich aus. Und kann das alles schön streichen, kann da hinstreichen, kann die anschmieren, das ist egal. Und nachher wieder drauf machen. Ne? Sowas macht uns Spaß.
Also das ist jetzt einfach die Werkmonographie aus 13 Jahren. Und da gibt es verschiedene Ebenen. Das hier, das sind jetzt die Skizzenbücher, wo man immer reinzeichnet. Ja, und die wurden alle fotografiert. Und dann gibt es immer alle 8 Seiten dazwischen gesteckt. Vollflächig UV-lackierte, hochglänzende Seiten mit Text, also gerade falsch rum. Bildmaterial auf saugendes Naturpapier und Texte, freie Texte, also das sind Interviews mit mir, von mir, auf dieses glänzende Papier. Und dann gibt es zu jedem Projekt eben diese Skizzenbuchseiten, die man da eben, habt ihr ja heute auch gesehen, dass ich da immer mitskizziere, wo die Projekte besprochen werden sind, also wo man den Prozess zeigt. Mein Tipp für alle: Lesen. Belletristik. Ausgewählte gute Literatur. Das sind alle Skizzenbücher hier. Das ist dieses 100-Alphabete-Buch. Es gibt immer den Beruf des Kommunikationsdesigners. Das wird technisch sich natürlich verändern. Es ist gut, wenn man von allem ein bisschen eine Ahnung hat, vielleicht auch, wenn man Grundkenntnisse coden kann, programmieren, und man sollte sich alles angucken, und dann merkt man relativ schnell, wo sind seine eigenen Schwerpunkte, und da in dem Gebiet dann immer möglichst breit sein, also nicht nur auf eins sich festlegen, weil das ist dann immer schwierig, wenn sich da was verändert, dann stehst du mit dem Rücken zur Wand. Und sich viele angucken, gell? Grafikdesign, Modedesign, Möbeldesign, Produktdesign, Modedesign, Transportation Design, Bühnendesign, Stoffdesign gibt es ja auch. Gell? Alles angucken, sich für alles interessieren.